dadurch der Lauf, kann man sagen, geht weiter des Aufsteigers. 1:1, eiskalt gespielt. Nach der Pause Austria Wien sehr, sehr stark, sehr, sehr gut, aber ist ja diese Torchance oder eine der wenigen Torchancen eiskalt verwertet, aber defensiv ist man wirklich top gestanden. Sehe ich das falsch? Ja. Weil wenn man zweimal auf der Linie drüber hat, so wie die, dann kann man jetzt nicht sagen, wir sind stabil gestanden. Also ich bin mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden, wir nehmen das auch sehr gerne mit, aber mit dem Spiel selber hat man gesehen, haben wir schon, sage ich einmal, auch schon Beginn oder Mitte der ersten Halbzeit Probleme bekommen. Da haben wir nicht mehr so gut nach vorne gespielt und zweite Halbzeit ist überhaupt der Faden komplett gerissen. Also da sind wir einfach zu weit auseinander gestanden, von der Abwehrreihe zu der Offensivreihe. Auch die Laufwege haben dann nicht mehr so gestimmt und da haben wir große Unordnung gehabt, weil jeder tiefe Pass ist praktisch fast angekommen bei denen. Da haben wir wirklich Probleme gehabt und für uns hat vielleicht der Vorteil dann gespielt, dass wir da einzeln in Führung gegangen sind durch diese Standardsituation. Dadurch hat Austria natürlich noch mehr nach vorne spielen müssen. Leider haben wir das nicht nützen können, weil da waren doch Räume da. Wenn wir vielleicht sogar ein bisschen frischer gewesen wären oder den letzten Pass besser spielen, dann hätten wir vielleicht da doch was mehr mitnehmen können. Aber ich bin nicht unzufrieden, weil wenn man bedenkt, glaube ich, die Austria damals auf der Linie, glaube ich, daneben. Also ich habe den Ball eigentlich im Netz gesehen, dabei war der hinten im Netz, aber das zählt aber dann nicht. Und dadurch muss man sagen, es war unterm Strich, sage ich jetzt einmal, ein glücklich gewonnener Punkt. Glücklich verdienter gewonnener Punkt, sagen wir es so. Bitte. Augenscheinlich war, dass man sich selber in die Patrouille gebracht hat, indem man von hinten außer ohne Beleidigung den Ball das Out geschossen hat. Oder kein gutes Beispiel. Hat und schlechte. Den Ball ein bisschen verzögert und so weiter. Und man sich selber den Druck erhöht hat. Wo siehst du da Ansatzpunkte, dass man das jetzt in der nächsten Spiel? Ich habe das schon am Anfang der Saison gesagt. Wir müssen sie auch gewöhnen. Und wir haben ja lauter, bis auf Markus Pink und Thorsten Mara, sind ja alles im Prinzip Zweitligaspieler. Das Tempo ist höher, das heißt, die Geschwindigkeit ist höher, du weißt das selber, du musst auch schneller handeln, die Handlungsschnelligkeit ist höher. Und natürlich, wenn ich aber schaue bei der Austria, erste Halbzeit, was die Fehlpässe gehabt haben, zeitweise unbedrängt und unmotiviert, aber wir haben sie eigentlich dann zeitweise auch diesem Niveau angepasst. Und das müssen wir einfach lernen, weil das rächt sich eigentlich in der Bundesliga, weil so wie was wir heute wieder laufen haben müssen, das geht auf die Dauer, auf die Substanz. Und wenn du da weiterhin nicht so wie die ersten 15 Minuten spielst, wo du wirklich ruhig den Ball gespielt hast, wo du ins Spiel drinnen und schön warst, wo du auch dementsprechend die Laufwege gemacht hast, dann wird das natürlich über das Jahr gesehen natürlich sehr, sehr schwierig. Und da müssen wir uns natürlich verbessern. Nicht? Also das ist dann alles eine Trainingssache und da müssen wir natürlich daran arbeiten, gar keine Frage. Ganz klar, wenn man bedenkt, Mandl und der zweite Verteidiger, auch große Spieler, da wirst du einfach bearbeitet, da ist für den Pinky natürlich auch schwer, weil er hat doch wirklich gute Bälle, wo er wirklich gut abgelegt hat, aber es hilft nichts, wenn du nur in diese Situation kommst, es geht schon beim Beispiel Mittelfeld an, dass du da einfach bessere Zielpersonen hast, Zielspieler hast. Zurück ist in der Startelf. Ist er jetzt auch zu einem richtig wichtigen Baustein, aber weil er jetzt kommt gegen den BRC, hat ein gutes Spiel gemacht, aber ist nur ein paar Minuten geworden. Jetzt ist er wieder drin und hat eigentlich sehr viel Präsenz gezeigt und das, obwohl man mit ihm ja quasi als dritten Innenverteidiger zunächst einmal in die Saison gegangen ist. Jetzt, wo der Kosmas noch gesperrt ist, wäre natürlich eigentlich eine super Performance auf jeden Fall. Für das haben wir ja geholt, weil er auch bei Blau-Weiß Linz wirklich durch der ein Pfeiler in der Mannschaft war, von seiner Robustheit, von seiner Abwehrleistung und auch von seiner Torgefährlichkeit in der Offensive. Nico hat wirklich eine tolle Partie geliefert, für das, dass er erst zweimal kurz mittrainiert hat, weil er hat leider große Probleme gehabt nach der Montagimpfung, wo viele Spieler
das zweite Mal geimpft worden sind. Das hat heute auch eine große Rolle gespielt. Wir haben es ja am Anfang der Woche auch nicht groß auf die große Glocke gehängt, aber wir haben schon Spieler gehabt, die was damit ein bisschen Probleme gehabt haben. Und das hat der Nick, und der hat in der Halbzeit auch schon gemeint, dass ihm ein bisschen die Luft ausgeht. Ich habe gesagt, ja, nach 90 Minuten kann da die Luft ausgehen. Und das hat er beherzigt und hat sich da wirklich reingehauen in die Schlacht. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gelöst. Kurz vor dem Start haben wir alle gedacht, dass er jetzt ausgewechselt wird. Was ist da vorgefallen? Ja, wenn meine Leute auf der Bank nicht anständig mitarbeiten und nur sitzen, dass sie auf der Bank sitzen oder in die Fernsehkamera rein dürfen, wenn ich laut und deutlich sage, der Svetko wird ausgewechselt, weiß nicht wieso, dass der dann auf einmal in Wimmer aufzeigt. Ja, und dann kommt natürlich die Hektik da auf der Bank, nicht? Aber da muss ich schon mit meinen Leuten da ein bisschen ins Gericht gehen, weil wir haben da minutenlang gebraucht, dass wir den richtigen auswechseln, nicht? Und da kann ja was passieren auch nicht. Aber. Ja, und ausgerechnet hat Svetko wohl da auch noch die Ecken aus, oder? Ja, das schon, aber trotzdem, es ist einfach da so, dass da schon das besser funktionieren muss. Nicht? Der Start war heute sehr, sehr gut, die ersten 6-7 Minuten, du hast zuerst gedacht, aus der Klausel ist die Heimmannschaft. Ich würde eher sagen 15 Minuten. Oder eher 15 Minuten. Aber es ist wurscht, es spielt dort 90. Und dann ist auf einmal der Faden gerissen. Naja, weil sie dann Austria ein bisschen besser auf dieses Ganze einstehen hat können, hat dann anders attackiert. Wir haben dann auch leichtfertige Ballverluste, so wie es der Ewald schon richtig gesagt hat. Wir haben dann relativ leichte Ballverluste gehabt und auf einmal ist der Spielfluss nicht mehr so da. Dann waren wir einfach nicht mehr so geordnet teilweise. Also da müssen wir schon an uns arbeiten, dass wir von der Ordnung her, von der taktischen Ordnung her besser stehen. Und auch vom Passspiel her dann die falschen Lösungen gefunden. Wenn wir nach vorne spielen sollen, haben wir quer gespielt und genauso umgekehrt. Schaut momentan schaut es nicht gut aus. Das dürfte umknickt sein. Also das schaut im Moment nicht so rosig aus. Ne? Naja, es wird ja gleich Knäl. Und wenn der einmal sagt, er kann nicht, dann weiß man, dass irgendwas ist. Ich glaube sogar, dass es der Fuß ist, der was, glaube ich, im Frühjahr. Bin mir aber jetzt noch nicht so sicher, weil ich habe noch nicht so viel reden können mit einer. Unverständlich für mich. Also ich frage mich, also das muss man jetzt ein Schiedsrichter oder der, was das da entscheidet, anatomisch erklären, wie der Spieler sich zum Verhalten hat, wenn er im Schwung schießt und dann ist er in der Bewegung, dass er den draufsteigt, das streitet ja keiner an, um das geht es ja nicht. Aber der kann sich ja nicht in Luft auslösen in dem Moment, wo er schießt. Also ist der in den Schwung drinnen und kann das nicht natürlich korrigieren. Und dass man da rote Karten zieht, also das ist für mich, also vor allem, dass sich der VAR da einmischt, dass er nicht besser ist. Also mir dann jetzt schon wegen jeder Kleinigkeit, aber ich möchte gerne den VAR-Beobachter noch einmal hören, der was uns gegen Admira da oben gesessen ist. Ob der blind war oder was. Weil da ist diese Entscheidung nicht gegen uns, für uns gefallen, wo der Greil gefault wurde, wenn ich jetzt auf der Mittellauf lag. Und wir kriegen 2 Sekunden später die rote Karten. Bei Rapid gegen WRC ist der Lindl gefault worden, da ist das angeschaut worden, Lindl fault, korrekt. Rapid hat das erste Tor gemacht, aber aberkannt worden. Und bei uns gibt es auf einmal rote Karten. Also wir sollen mit den, am besten ist, entweder man hat eine Linie beim VAR, scheinbar gibt es aber noch keine Linie beim VAR, weil ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, haben viele Zuschauer geglaubt, der geht auf einen Elfmeter. Die schauen einen Elfmeter an. Also, und dann kommt man auf eine rote Karte, wo einer schießt. Ich streite keiner ab. Wir wehren sie nicht gegen das, dass er den aufgestiegen ist. Aber er kann sich ja nicht nach so einer Bewegung, in Luft auflesen. Nur, dass er den nicht draufsteigt. Wie hätte er sollen das verhindern, dass er den, das muss man jetzt dann anatomisch auch noch erklären, wie hätte der Spieler das jetzt sollen verhindern, dass er den nicht aufsteigt? Und das muss man dann klipp und klar erklären, vielleicht verstehe ich es dann. Also ich gehe davon aus, dass da, auch wenn es eine rote Karte ist, einen Freispruch geben muss. Weil da muss es einmal auch einen Freispruch geben, im Notfall für den Angeklagten. Weil sonst müssen wir wirklich mit diesen Wahrentscheidungen aufhören. Weil das bringt, da haben wir mehr Diskussionen, unnötige Diskussionen. Weil die Diskussionen haben wir vor 10 Jahren schon gehabt im Fußball. Jetzt machen wir aber beim VAR schon Fehlentscheidungen. Da bin ich halt nicht glücklich darüber. Trainer, zu
erst einmal Glückwunsch zum Punkt. Danke. Wir haben vor der Saison gesprochen, da hast du dich noch als Spa-Befürworter geoutet, damit das Spiel fairer wird. Was mich stört ist, man kriegt im Stadion überhaupt nichts mit, was ihr macht, was der wahr macht. Bekommt er hier als Trainer möglicherweise vom vierten auf Feedback? Überhaupt nicht, nein. Ich habe da das Gefühl, bei vielen Wahlentscheidungen, da steht hier Trainer da, Entschuldigung, dieser Lope Ausdruck, wie die Kinder unter Christbaum und sagt. Ich war vor der Saison für diese Wahlentscheidungen, weil es ja doch gewisse Entscheidungen gegeben hat, wo klares Foulspiel war, klares Handspiel. Aber wenn man jetzt in den letzten Wochen schaut, was da für Wahlentscheidungen sind, wenn ich hernehme gestern St. Pauli HSV, klarer Elfmeter, dann bei irgendeinem Bundesligaspiel mit der Hand von der Linie weg, Wahlentscheidung, kein Handspiel. Ja, für was haben wir dann die Blinden dort sitzen? Entschuldigung, dass ich jetzt Blinden gesagt habe, das tut man nicht. Aber das braucht man nicht schreiben und ausschneiden. Nein, aber ich meine, da sind ja Entscheidungen dabei, nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, man hat früher schon über den Fußball diskutiert, aber jetzt wird es ja noch. Und da weiß ich nicht, ob der Zuschauer weiterhin so glücklich darüber ist. Weil wenn wir bedenken gegen WRC, dann machen wir in der 90. den Ausgleich und dann frage ich, wie lange geht es, und er sagt mir 8 Minuten. Dann sage ich, sind wir beim Football oder was, dass wir jetzt da noch. Wir sollen sie den Fußball nicht komplett tot reden oder tot machen. Ich meine, das wird eh nicht passieren. Fußball wird immer Volkssport Nummer 1 sein. Aber diese Entscheidungen, das ist jetzt die Frage, welche Linie wird da gefahren? Und vor allem diese heutige Entscheidung gegen einen Mann, da kann, glaube ich, keiner, der was Fußball gespielt hat, nachvollziehen. Ja? Wenn du schießt und. Aber gut. Bekommt ihr da auch Feedback vom VAR oder von der Liga? Nein. Wir werden nur kurz, also ich habe nur kurz den vierten gefragt, der hat gesagt, ja, war ein Scheiß, sie schauen da was an. Ich hätte nicht einmal gewusst, was. Wenn dann irgendwer neben mir gesagt hätte, die schauen auch eine rote, sage ich, welche rote Karten. Weil es schaut doch jeder auf diese Situation und okay. Aber der Bub macht ja das nicht. Mit Absicht, nur weil dann dürfen wir nicht mehr hinschießen oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nicht? Aber werden wir halt weiter diskutieren über diese Wahlentscheidungen. Es wird weiterhin sicher Entscheidungen geben. Das müsste ja morgen nach einer gewissen Zeit evaluiert werden, weil es gibt keine Richtlinien, jeder handelt anders. Nicht nur das, Ewald, sondern es kommt auch, wenn du dann als Antwort hörst, wir haben eine andere Fernseheinstellung. Ja. Was, wenn du das dann hörst? Dann sage ich, dann nimmst du eine andere Einstellung. Dann haben wir keine. Aha, weil es hat das letzte Mal irgendwo einen Elfmeter gegeben, wo man gesehen hat, von der ersten Einstellung, da ich glaube, bei einem Europacup, welches Spiel war das, weil ich noch gesagt, wo du ganz klar siehst, von der ersten Kamera, das könnte kein Foul sein, dann siehst du von der Vorderkamera, ganz klares Foul. Also, und wenn du dann heißt, naja, wir haben nicht die richtige Einstellung, naja, dann lass die Schiedsrichterentscheidung gelten, was er gegeben hat. Weil wenn ich da schon keine richtige Entscheidung habe, oder der sagt, wir haben ein falsches Bild oder was ist, dann lasse ich den Schiedsrichter entscheiden. Bei uns gegen Admira hat der Schiedsrichter sich selber zweimal überrollt. Nur weil einem da oben einer was sagt. Scheinbar kommt mir das so vor, ich meine, ich wollte es nie so sagen, aber dass halt diese junge Schiedsrichtergeneration, was da jetzt neu ist und alles, dass die vielleicht ein bisschen zu viel Respekt haben vor den Leuten, die da oben sitzen und sagen, schau dir das an. Und wollen da vielleicht nicht ausstrafen. Ich hau das einmal so ins Ding sein. Es wird auch jedes Tor dann verifiziert noch, weil es war ja beim Ausgleich, jetzt mal der Austria, hat der auch noch mal irgendwo nachgeguckt. Ja, das haben wir ja bei der Besprechung gehabt damals oder vor der Meisterschaft, dass jedes Tor einmal erst kontrolliert wird. Da war immer nicht besser. Was hätte ich da sollen kontrollieren? Der hupft von der Stange raus und im Mantel am Schell und eins aus. Abseits kann er nicht sein, weil alle da vorne stehen. Oder zumindest abseits, klar, könnte sein, aber das ist dann, die kommen eh alle, weil so wer von der Seite ja noch ist. So kann man die Leute auch unterhalten im Stadion. Aber so wie ich sehe, ja, ist das nicht so schlecht.
noch zwei schwere Spiele. Meine Herren, schönes Wochenende. Kann ich nicht